diese fantastische Tat der Solidarität, die damals dieses Land den Europäern gegenüber gespielt hat, diese Selbstverständlichkeit, mit der die Flüchtlinge aus Europa aufgenommen wurden, diese Großzügigkeit, wenn man sich nämlich daran erinnert, was für ungeheure Schwierigkeiten alle anderen und auch reiche Länder wie die USA, weitaus reichere Länder als Mexiko, den Flüchtlingen in den Weg gestellt haben. Die mussten entweder so und so viel Geld haben oder jemanden dort kennen und so weiter und so weiter. Nach Mexiko konnte man gehen, ohne Geld, ohne Referenzen sozusagen. Und nicht nur das, man hatte automatisch, wenn man also ein Visum bekam, das hieß, man konnte in Mexiko auch arbeiten, was bis heute doch ein riesiges Problem ist für Flüchtlinge, arbeiten zu können im Gastland. Mit diesen schweren Erlebnissen und der schweren Angst vor dem, was kommen würde, kamen wir also hier an und waren also geneigt, alles hier schön zu finden. Und wir haben uns eigentlich im ersten Moment in dieses Land verliebt. Wir kamen in Veracruz an und haben eine Nacht in Veracruz verbracht und dann fuhren wir mit dem Zug von Veracruz, mit dem Tageszug. Langsam, also höher und immer höher und höher. Ein großes Erlebnis. Erstens, wir waren entzückt von den Leuten auf den Stationen, die also wirklich außerordentlich liebenswürdig waren. So etwas, was man von Deutschland nicht gewohnt war. Wir sind mit einem Bus aus Veracruz nach Mexiko gefahren, diese ganze Gruppe der eigentlich deutschen Antifaschisten, ich war da eine Ausnahme, aber auch immerhin, ich gehörte dazu. Und wir kamen an die Grenze der Stadt Ciudad de México irgendwie zwischen 3 und 4 Uhr früh. Wir sind also die Nacht durchgefahren. Und da hielt der Bus plötzlich an und auf der Straße stand Egonar Winkel zwischen 3 und 4 Uhr früh. Und es gab natürlich ein sehr bewegtes Wiedersehen. Ich kann mich bis heute erinnern, der Kisch sagte mir, wir haben uns für dich zerfranst. Aber ich habe nicht geglaubt, dass ich dich jemals wiedersehe. Für viele Menschen, die vor dem Faschismus fliehen mussten, war Mexiko die letzte Chance. Einige von ihnen blieben nach Kriegsende hier, die meisten kommunistischen Emigranten kehrten nach Deutschland zurück. 1993, nach 48 Jahren, besuchen Lenka Reinerowa und das Ehepaar Janka zum ersten Mal ihr ehemaliges Gastland. Na,
weil es hat uns gefallen. Und das, als wir das erste Mal ausgegangen sind in Mexiko, wurde, war das gerade der Modeschlager. Und wir haben getanzt nach diesem Lied. Vom 31. Dezember in den 1. Januar 1952 hineingetanzt und haben das mindestens 20 Mal gehört in dieser Nacht, weil das der Modeschlager damals war. Also ich bin aus Deutschland weg am 28. Februar 1933. Und zwar aus dem Grund, weil wir nicht mehr als Juden auf die Universität zugelassen wurden. Und infolgedessen hatten wir überhaupt nichts mehr zu tun und haben wir gedacht, das wird schon wieder vorbeigehen. Das wird schon sich wieder legen. Fahren wir mal nach Österreich Ski. Und infolgedessen habe ich mit meinem Freund, haben wir den Zug genommen nach Österreich, um Ski zu fahren, im Skianzug, mit dem Rucksack, sind wir losgefahren aus Frankfurt und haben uns also in das Abteil gesetzt, wo alle Leute Zeitung lasen, und da sahen wir, der Reichstag brennt. Und dann rief ich meine Eltern an, in Berlin, und das wurde mir gesagt, ich soll bloß nicht mir das einfallen lassen, nach Berlin zu fahren, denn mein Vater ist im Gefängnis. Nur eine kleine Geschichte. Ich bin Amerikaner, nicht? Werde 23 Jahre alt, werde volljährig in der Schweiz, habe die ganze Schweizer Schule durchlaufen, bin also fast Schweizer. Und da kommt ein Brief vom Konsulat, der Flürscham muss jetzt in die Staaten, er ist 23 Jahre alt, darf nicht mehr im Ausland leben. Er muss jetzt erst zurückkommen. Kann ich Englisch, bin Schauspieler in deutscher Sprache und sitze in der Schweiz. Da soll ich in die Staaten fahren? Nein. Nee, Michael, du musst Schweizer werden. Gehe zu den Schweizern und sage, welche Bedingungen gibt's? Ja, sie müssen 10 Jahre in der Schweiz gelebt haben und die letzten 2 Jahre hintereinander. Die 10 Jahre hatte ich überschritten. Aber ich war in Berlin in der Theaterschule gewesen und war nicht mehr 2 hintereinander. Ich hätte also noch 1 Jahr in der Schweiz aushalten müssen, um noch Schweizer zu werden. Und was tue ich, Arschloch? Ich lasse mir einen Schweizer Fremdenpass geben, dass ich nicht Schweizer bin, gehe nach Berlin und werde Deutscher. Kann man ein größeres Arschloch sein? Ich war sozusagen Fotograf dieser Arbeit der Illustrierten. Im Jahre 1930 fing es an und das blieb ich dann bis 1933, bis zum Reichstagsbrand, bis Hitler Führer wurde, und da wurde die Druckerei zerstört und die Arbeit Illustrierte hat aufgehört. Nicht? Durch meine aggressiven Reportagen gegen die Nazis konnte ich natürlich nicht mehr in Berlin bleiben. Und 1933, nach dem Reichstagsbrand, habe ich mich vorbereitet zu verschwinden. Ich wurde 1933 aus der Illegalität heraus verhaftet, zu 2 Jahren, also 1,5 Jahre Gefängnis verurteilt, dann 6 Monate Konzentrationslager in Sachsenburg, wurde entbürgert, weil mein Bruder war Reichstagsabgeordneter und meine ganze Familie war also antifaschistisch-kommunistisch orientiert, waren die erste Familie, die entbürgert wurde in Chemnitz. Bin ich nach Spanien gegangen. Und habe dort erst in den internationalen Brigaden als ganz einfacher Soldat angefangen und habe mich aber dort sehr schnell durchgesetzt. Bin versetzt worden in eine spanische Division und habe dort Karriere gemacht und ein gutes Verhältnis zu den Spaniern entwickelt. Bis Ende des Krieges wurde 3-mal verwundet, 2-mal schwer. Die Schüsse sind immer noch in der Brust. So, das ist also der Anfang meiner Emigration. Widerwillen. Ich wäre sonst wahrscheinlich nicht freiwillig ins Ausland gegangen.
Ich habe die ersten 3 Monate mit der Miliz gekämpft in Andalusien. Aber wenn die Situation zu unserem Vorteil war, in den Dörfern und den kleinen, es waren keine Städte, es waren eigentlich immer Dörfer. Ich habe nie jemanden erschossen. Also alle, die ich erschossen habe, leben noch. Nicht? Also, und einmal sollte ich 11 Guardia Civiles erschießen, da hatten wir den ganzen Tag gekämpft. Und ich habe dem Kommandanten gesagt, also ich erschieße niemanden. Nicht? Also du kannst mich erschießen, aber ich erschieße niemanden. Ich kam hin und sagte zu den Interbrigaden, ich stelle mich zur Verfügung, ich bin ein guter Chauffeur. Ich war 2 Jahre Taxichauffeur in Berlin, also ich kann fahren. Angst habe ich keine. Schickt mich mit der Ambulanz an die Front und ich bin so. Aber eine Waffe rühre ich nicht an. Dann hat mir der Großkotzig, Hamburger hieß der Kerl, erklärt, hier drücken, ja, wir schicken dich hier an die Front und da drücken sie dir eine Waffe in der Hand und dann, was die mit dir weitermachen, das ist deine Sache. Da habe ich ihm gesagt, leck mich am Arsch und bin weggegangen. Und habe nichts mehr mit ihnen zu tun gehabt, mit den deutschen Kommunisten, nur mit den Spaniern. Paris ist in deutscher Hand. Die sofort anschließende Eroberung Verdun's und die Einschließung der Maginot-Linie veranlassten Marschall Pétain zu der Erklärung, dass Frankreich nunmehr die Waffen niederlegen müsse. Also mit dem allerletzten Zug, der Paris verließ, zufällig kam ich dann noch rein, denn es waren schon alle Gitter abgeschlossen am Gare de Lyon und am Bahnhof von Lyon. Und da kam ein furchtbar netter Mann, mit dem ich in den Untergrund gefahren bin und der gesehen hat, dass ich geweint habe. Mit dem Kind hat gesagt, warum ich weine. Habe ich gesagt, ich möchte raus aus Paris, aber ich weiß nicht, wie ich das noch schaffen soll. Denn man hat mir gesagt, es gäbe keine Züge mehr. Ich sagte, wissen Sie was, ich wohne hier beim Gare de Lyon, ich bringe Sie da hinten. Hinten, da ist so ein Gitter. Wenn Sie darüber klettern, dann reiche ich Ihnen das Kind durch das Gitter durch und da kriegen Sie noch einen Zug. Und das habe ich auch gemacht und dann hat er mir das durchgegeben und da ist die Milchflasche runtergefallen und ich hatte überhaupt keine Milch mehr in der Brust, weil für den Bombardement, bei uns in der Gegend wurde bombardiert, weil da eine Waffenfabrik war von Renault und habe ich noch zu ihm gesagt, Merde, habe ich zu ihm gesagt. Statt sich Danke zu sagen, habe ich ihm Merde gesagt. Und bin schnell mit dem Kind in den Wagen noch rein. Wir fuhren praktisch ab. Ne? Also, da kam ich auf die komische Idee, dem deutschen Konsul zu schreiben, ich möchte einen Pass. Ich wäre zwar Halbjude und deutscher Staatsangehöriger und Kommunist, aber ich möchte einen deutschen Pass, denn ich wäre schließlich Deutscher. Ich wusste, dass ich den nicht bekommen würde, aber nein, ich habe ihn bekommen. Hab den Pass sofort, damit er nicht gefunden wird von der Polizei, in ein Kuvert gesteckt und meinem Freund Spivak nach Zürich geschickt. Aus. Die Episode. Komisch, nicht sowas? Wie kommt's? Bei den Nazis wusste man ja wirklich nie, was sie tun. Und dann kam ich ins Lager. Aus dem Lager heraus kam ich also durch Intervention der protestantischen Kirche, die meine Mutter in Bewegung gesetzt hatte, die Protestantin war, und durch Intervention des spanischen Konsuls, weil ich ein Visum hatte, ein Einreiseerlaubnis. Da wurden wir, alle, die ausreisen konnten und Ausreisevisum hatten, nach Marseille oder in die Nähe von Marseille in das Lager Les Milles geschickt. Ich war dann bis Frühjahr 40 im Konzentrationslager, war jetzt in verschiedenen Konzentrationslagern, in einem Lager in Les Milles zum Beispiel, da wurde bekannt, dass die deutschen Tanks bereits 80 Kilometer vor Les Milles sind und dass eine Gruppe von Dichtern, von Leuten, die zum französischen Kommandanten gegangen und hat gesagt, er soll uns rauslassen. Zum Teil sind es Juden, zum Teil sind es politisch Verfolgte.
Und in dieser Nacht, und er hat am nächsten Morgen, oder nee, in derselben Nacht hat er Maschinengewehre aufgestellt, damit niemand raus kann. Und in dieser Nacht haben sich 4 Deutsche das Leben genommen. Die Schriftstellerin Anna Segers ist auf ihrer Flucht vor den Nazis im Dorf Pamiers in Südfrankreich untergekommen. Ihren Mann, Laszlo Radvani, hat die hitlerfreundliche Vichy-Regierung im Lager Le Vernet interniert. Von Pamiers aus wendet sich Anna Segers in einem Brief an den Verleger Wieland Herzfelde, der in den USA Asyl gefunden hat. Es geht mir furchtbar schlecht. Wenn du da drüben jemanden finden könntest, der hilft. Dadurch, dass ich zum Glück auch Kinder habe, ist alles doppelt schwer. Aber alle kriegen, alle aus Amerika geholfen. Vielleicht war es doch ein Fehler von mir, dass ich nicht rechtzeitig und nachdrücklich auf Hilfe gedrungen habe. Wenn du auf Menschen stößt, die da helfen können, dann mach was. Für Anna Segers blieben die USA ebenso verschlossen wie für viele andere Flüchtlinge, die als Kommunisten oder Sympathisanten des Kommunismus galten. Nur Mexiko, das im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenige Flüchtlinge aufnahm, machte keine politischen Einschränkungen für Einreisewillige und wurde neben der Sowjetunion zum wichtigsten Zufluchtsland für die aus Europa vertriebenen politischen Emigranten. In Marseille gab es einen mexikanischen Konsul, der sich weit über seine eigentlichen diplomatischen Aufgaben hinaus für die Flüchtlinge engagierte. Gilberto Bosques stellte nicht nur bereitwillig Einreisevisa für Mexiko aus, sondern schrieb auch unzählige Briefe an die Lagerleitungen und erreichte, dass man den Flüchtlingen Urlaub von der Haft gewährte. So konnten sie sich in Marseille ihre Visa abholen, eine Ausreiseerlaubnis aus Frankreich beantragen und sich um eine Schiffspassage kümmern. Marseille war voller Flüchtlinge, vor allen Dingen jüdische Flüchtlinge. Vor den Konsulaten, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was sich da abgespielt hat. Die Menschen standen nächtelang, um überhaupt in eine Botschaft zu kommen. Und nur ein Bruchteil, ich kann Ihnen nicht sagen, wie der Prozentsatz ist, aber eine ganz geringe Zahl hat es überhaupt geschafft. Es gab ganz abenteuerliche Dinge. Die Leute versuchten auf Frachtschiffen irgendwo in sagenhafte Republiken eine Einreise zu bekommen. Und das kann man nicht nachvollziehen, was es an Tragödien gegeben hat. Und viele, es gab ständige Razzien durch die französische Polizei. Und wer keine Aufenthaltskarte gültige hatte, lief Gefahr, dass er eingesperrt wurde und abgeschoben. Und ich kenne viele jüdische Flüchtlinge, die eigentlich nur überlebt haben, weil es Franzosen gab, die sie versteckt hielten. Anna Segers verarbeitete die Geschichte ihrer Flucht durch Frankreich in dem Roman Transit. Unzählige glänzende Augenpaare richteten sich auf das Tor. Für diese Männer und Frauen war das Konsulat keine Behörde, ein Visum, kein Kanzleiwisch. In ihrer Verlassenheit, die von nichts übertroffen wurde als von ihrer Zuversicht, nahmen sie das Haus für das Land und das Land für das Haus. Ein unermessliches Haus, in dem ein Volk wohnte, das sie einlud. Dann eines Tages bekommen wir ein Telegramm. Wir sollen uns das Visum nach Mexiko in Marseille abholen. Und da zeichnet Gilberto Bosques. Und da sagt man, was ist denn da? Sag ich, ich weiß auch nicht, das sind vielleicht meine Eltern, die da irgendwas veranlasst haben. Ich will doch nicht nach Mexiko. Wir wollten nach den Staaten, aber doch nicht nach Mexiko. Und da sage ich nur, ich gehe da gar nicht hin. Und mein Mann war Gott sei Dank etwas weitsichtiger und hat gesagt, du fährst sofort
man nimmt das Kind mit und fährst sofort nach und holst das Visum ab. Denn hier sind wir doch eingesperrt, wir wissen doch gar nicht, was mit uns passiert. Die Deutschen sind überall, die können kommen und was passiert dann mit uns? Und also ich bin sehr widerwillig, muss ich sagen, nach Marseille gefahren. Habe das Kind dabei irgendwelchen Fischern abgegeben, denn ich konnte das nicht immer tragen, das war schon sehr schwer. Und dann war ich also bei Gilberto Busquets. Und erinnere ich mich, dass er mich gefragt hat, wie ich mir eigentlich Mexiko vorstelle. Und ich habe gesagt, ich stelle mir das vor, als ob da lauter Indianer auf den Bäumen sitzen und mit Pfeilen schießen. Und da hat er sehr gelacht und er hat also mich ein bisschen aufgeklärt, was wir da zu erwarten hätten. Muchas gracias. Es un gran honor para nosotros de encontrar usted. qué linda, siéntese, por favor. A ver, ¿no? Señor, que tú conoces. Nos alegremos mucho. Y queremos decir que usted nos salvó la vida en Marseille en el año 41, cuando nos sacaron del campo de los internados en Vernet y facilitaron nuestra salida de Francia hacia México. Bueno, no, estamos era una solidaridad humana, las circunstancias aconsejaban una cosa de eso. Sí. Además, hay un poco de solidaridad. Salud por el gusto de verlo. Me complace en realidad verlos, sentir que vuelven tiempos, horas y días que nos vimos en Europa frente a un drama humano. Que seguimos viviendo un recuerdo, que seguimos pensando en el pensamiento que entonces circulaba entre el drama, entre los sucesos que se sucedían con una gran intensidad. Qué bueno que como ustedes han alcanzado estos tiempos que nos devuelven imágenes, que nos devuelven sucesos, que nos devuelven también mucho de espíritu que unió a los hombres en una tarea que no imponía, que se insertaba en el deber, en un deber humano. Salud, salud. En Marseille waren wir nur wenige Tage. Bis das Schiff abging, das lief Paris. Aber das war eine furchtbare Stimmung. So und so viele Leute hatten zwar das Visum, aber hatten kein Schiff. Und andere wieder hatten ein Schiff, hatten aber kein Visum. Ne? Konnten also nicht fahren. Und die Leute waren verzweifelt. Ne? Eine Tension, eine Angststimmung. Wir haben da in dem Hotel, wo wir waren, haben wir da mit vielen Leuten geredet. Ne? Die waren alle verzweifelt. Ne? Und wir wurden also geradezu beneidet und bewundert, dass wir das Schiff und das Visum beides hatten. Ne? Eines Tages, nachdem ich jede Woche mal bei dem Komitee vorsprach, um nach einem Schiff zu fragen, immer gehört habe, ja, Sie können ja nicht fahren, Sie haben ja nur die Hälfte bezahlt. Meine Mutter hatte nämlich 500 Schweizer Franken bezahlt. Und dann ist sie gestorben inzwischen. Und jetzt fehlten, inzwischen ist es teurer geworden, 500 Franken. Und sie hatten auch kein Schiff. Also ich ging noch einmal zufällig dann hin, um zu fragen, ob nicht doch ein Schiff ist. Da sagten sie, eben ist ein Billett zurückgegeben worden. Sie können heute Abend fahren. Und an dem Abend bin ich weggefahren. Wir haben Marseille also glücklich verlassen, sind an der spanischen Küste vorbeigefahren, was mich irgendwie berührt hat. Aber noch mehr die spanischen Frauen, die auf dem Schiff waren, die haben sich alle verhüllt in schwarze Schleier, irgendwie Trauer. Sie mussten ihre Heimat verlassen. Und dann fuhren wir durch Gibraltar, an Oran vorbei, kamen bis Casablanca. Ich fand das alles
fantastisch abenteuerlich, denn damals reiste man doch nicht so wie jetzt um die ganze Welt und in die ganze Welt. Zudem war noch Krieg. Und in Casablanca blieb das Schiff stehen, was uns anfangs gar nicht irgendwie merkwürdig vorkam, aber als es 3, 4, 5, 6, schließlich 10 Tage dauerte, war das doch merkwürdig und niemand sagte den Passagieren, was nun los ist. Anfang 1942, da bekam meine Frau das Visum für Mexiko. Das hat sie mir gesagt, du musst am 20. März in Casablanca sein. Wenn nicht, dann mache ich Schluss. Ich nehme die Junge mit, der Junge war 7 Jahre alt, nicht? Und 6 Jahre getrennt, ich halte es nicht mehr aus, nicht? Casablanca schwirrte von Gerüchten. Und was dann später in dem amerikanischen Film Casablanca gedreht wurde, das beruht wirklich auf Wahrheit. Es gab also Spione aller Art und aller Färbungen, es gab Flüchtlinge aller Art und aller Färbungen, es gab Prostituierte, es gab gestrandete Flüchtlinge, es gab einfach in diesem Kessel, das brodelte und so, alles. Und ich war morgens um 8 am Hafen, aber vor dem Schiff ging eine Gruppe von 4 Zivilisten. Ich dachte, das könnten französische Polizisten sein oder Gestapo, nicht? Die mich vielleicht festnehmen. Und ich war immer versteckt. Und meine Frau, die war oben, die wussten alle, dass ich komme. Auf dem Schiff wussten alle, dass ich komme. Wenn meine Frau oben war, da war ich verschwunden. Ich hatte mich versteckt. Und die hatten einen furchtbaren Krampf oder so bekommen und ist verschwunden, nicht? Ich habe die dann später, also, und die 4, da habe ich einen Arbeiter gefragt, nicht, wen suchen denn die? Die suchen einen Monsieur Reuter, der muss auf das Schiff. Und dann bin ich zu denen hingelaufen und die haben mir das, die Juden, die haben nämlich die französische Polizei bestochen, damit ich auf das Schiff kann. Und die haben mir mein Papier gegeben und die haben gesagt, wie viel Geld hast du denn noch? Die 150 Franken, die mir die Juden am Tag vorher gegeben hatten, damit ich ein paar Schuhe und ein Hemd kaufe, da habe ich den gegeben und bin auf das Schiff gelaufen. Es war das letzte Tuten von dem Schiff. Und hinter mir wurde die Treppe hochgezogen. Und also ich war, da war ich. Endlich mal habe ich tief geatmet. Wir haben uns da eingeschifft und waren zwischen 4 und 5 Wochen unterwegs. Dazwischen ist das Bombardement von Pearl Harbor ausgebrochen. Das heißt, die USA wurden in den Krieg hineingezogen, sind in den Krieg eingetreten. Auf diesem Flüchtlingsschiff, das ungefähr 5-mal so viele Passagiere hatte, als es seine Kapazität war, brach natürlich wieder eine Panik aus, wenn das so ist. Man wird uns sicher nichts hinlassen. Ein Teil der Passagiere war für, ein großer Teil war für die USA. Das Schiff fuhr über Mexiko nach den USA. No, aber es passierte keine weitere Katastrophe und wir sind also Ende Dezember 1941 glücklich in Veracruz angekommen. Nach Ende des Spanischen Krieges kamen zigtausend spanische Flüchtlinge nach Mexiko. Die Regierung Lázaro Cárdenas öffnete die Tore des Landes allen republikanischen Spaniern, die hierher kommen wollten, ohne Einschränkung und ohne Rücksicht auf deren spezifische ideologische Richtung. Und der
mexikanische Konsul, Generalkonsul in Marseille, Gilberto Bosques, stellte bereitwilligst allen Leuten Wiesen aus, die irgendwie spanische Papiere hatten. Dazu gehörten nun zahlreiche Spanienkämpfer, die nicht spanischer Nationalität waren, Mitglieder der internationalen Brigaden. Als wir nun hier ankamen auf dem Schiff, haben sich die vom Innenministerium beraten durch ein spanisches sozialdemokratisches Komitee erklärt, wer nicht in Spanien geboren ist, ist kein Spanier. Da blieben wir 36 Leute, glaube ich, waren es, auf dem Schiff. Wir mussten uns dann an die höheren Stellen in der mexikanischen Regierung heranmachen und die überreden, doch diese allerdings nicht spanischen, aber doch demokratischen, antifaschistischen Kämpfer ins Land zu lassen. Und wir durften nicht raus. Bis dann verschiedene Deutsche, die am Hafen waren, uns runtergeholt haben. Nicht? Und wir hatten keine Erlaubnis für den Distrito Federal, für Mexiko, nur für Puebla. Nicht? Einen Anzug hatte ich und sonst nichts. Also ich hatte Angst, was aus mir wird. Und dann hat uns das jüdische Komitee unterstützt. Die ersten Monate hat es uns eine bestimmte Summe gegeben, von der man gerade leben konnte. Und damit habe ich mich durchgewühlt. Aber das Gefühl war mehr Angst als Freude. Dazu kam, dass ich mich in ein 15-, 16-jähriges österreichisches Mädchen verliebt habe auf dem Schiff. Und also nur noch dieses Mädchen im Kopf hatte. Und da war ich länger Zeit in Puebla. Und dann bin ich so langsam nach Mexiko gekommen. Und Frau und Kind habe ich in Puebla gelassen. Die waren gut untergebracht. Und fing dann an, also erstmal zu betteln in allen Cafés. Und ich hatte keine Kamerade, nichts. In den Cafés, wo republikanische Flüchtlinge waren und deutsche Flüchtlinge. Die Cafés kannte ich. Da habe ich mir so ein bisschen Geld geholt. Und eines Tages hatte ich dann Geld, um mir ein kleines Zimmer zu mieten. Das Zimmer hatte sieben Pesos gekostet. Und dann ist, meine Tochter geboren, 43. Und die war im Sanatorium und mittags musste raus. Und da musste ich 150 Pesos auftreiben. Da habe ich geweint. Da war das einzige Mal, wo ich richtig geweint habe. Da musste ich von mittags bis nachts um 10 Uhr habe ich dann das Geld aufgetrieben. Nicht? Den Puebla tat ich, was ich geschworen hatte, nie zu tun. Auf dem Schiff habe ich nach der Behandlung von Frankreich, wie sie mich behandelt hat, mit dem Lager und so weiter, geschworen, ich werde nie wieder ein Wort Französisch sprechen. Das Erste, was ich tat, war französischen Unterricht geben. Da gab es moderne Häuser mit flachen Dächern und auf den flachen Dächern waren eine Art so Würfel aufgebaut und das waren Dienstbotenzimmer von den Herrschaften, die unten wohnten. Immer zwei zusammen, dazwischen ein Duschraum und Toilette. Und da fanden die Migranten, das wäre eine gute Möglichkeit, dort zu wohnen. Und ich habe also auch so einen Würfel gemietet. Und das war wunderschön, weil das, was es heute nicht mehr gibt, ich hatte ein Fenster unten bei der Avenida Nuevo León mit vier Reihen Palmen. Und darüber war der dunkelblaue Himmel. Und in dem dunkelblauen Himmel stand Tag für Tag und Nacht für Nacht schneebedeckt der Vulkan Popocatépetl und daneben schneebedeckt der Vulkan Iztaccíhuatl. Und ich hatte das Gefühl, ich lebe in einer Welt, die es gar nicht geben kann. So schön war das. Gesehen, du nicht? 73. Naja, 81. Da ist es. Da ist es, ja. Das ist es. Und da ist es, das ist auch rund. Also, das ist noch so.
Walter war der Einkäufer vom Dienst, denn ich habe hier gearbeitet in einem französischen Pharmaunternehmen. Ich bin eigentlich die Einzige gewesen, die in einem Unternehmen gearbeitet hat. Denn einige waren Krankenschwestern und viele haben auch gar nichts gemacht, haben nur von dem bisschen Unterstützung gelebt. Aber ich bin gleich arbeiten gegangen. Als es mir dann besser ging, da habe ich den Kontakt gehabt mit jüdischen Familien und habe in der ersten Zeit von Porträts gelebt und von Gruppenaufnahmen der jüdischen Familie. Das war der einzige Kontakt, den ich hatte. Und später kam ich dann zur Presse und da, seit dem Augenblick ging es mir also besser. Es ging es mir gut. Nicht? Und später habe ich auch für andere Zeitschriften gearbeitet und dann ging das so weiter und dann bin ich bekannt geworden und habe dann viel Arbeit gehabt. In Puebla konnte man praktisch als Mann nur entweder ins Bordell gehen, also zu Huren auf die Straße, oder man musste sich enthalten. Nachdem ich 2 Jahre in Konzentration oder mich enthalten hatte, habe ich gefunden, das geht nicht. Und da habe ich sie eben geheiratet, als ich schwanger wurde, weil ich fand, das Kind muss einen Vater haben. Und ich habe es nie bereut. Ich glaube, es war richtig gehandelt. Es war keine Ehe, wir haben keinen Krach gehabt, es ging alles gut, bis ich eben in einem bestimmten Alter, da war ich schon bei Goethe, also in einem recht hohen Alter, mich wirklich rasend verliebte. Und das hat 1 Jahr gedauert nur. Und dann gab es noch andere solche Sachen. Und dann kam dieses Mädchen hier, diese Schülerin, die letzte, die hat jetzt 15 Jahre gedauert. Als ich hier war, hat mir jemand gesagt, du kannst nach Hause schreiben über das Rote Kreuz, über das Internationale Rote Kreuz. Es gab da so Formulare, wo man 25 Worte schreiben konnte. Und ich konnte also zu meiner Erleichterung meiner Mutter, meiner Familie mitteilen, dass ich sozusagen gerettet bin, dass ich also ganz wohl. Wobei ich mir natürlich dachte, dass meine Mutter also vor Schreck umfällt, denn Mexiko war etwas, was sie sich gar nicht vorstellen konnte. Und ich habe also geschrieben, dass ich in Mexiko bin, dass es mir gut geht. Und zu meiner großen Erleichterung hat sie diese Nachricht wirklich erreicht, denn auf demselben Formular konnte sie mir 20 Worte zurückschreiben. Das war das letzte Mal, dass ich von meiner Mutter gehört habe oder irgendwie, dass meine ganze Familie umgekommen ist. Als 1933 der Nationalsozialismus in Deutschland zur Macht kam, war die deutsche Botschaft in Mexiko darauf bereits völlig eingestellt und hat die an sich schon sehr national bewusste deutsche Kolonie ohne große Schwierigkeiten gleichgeschaltet. Nicht nur der Großteil, fast die Gesamtheit der deutschen Kolonie bekannte sich ab 1933 ohne Vorbehalt zum Nationalsozialismus. Da die wenigen deutschen Juden, die es damals in Mexiko gab, darunter meine Eltern, fanden sich plötzlich vereinsamt, weil ihre deutschen Freunde mit ihnen nicht mehr reden konnten, wollten oder durften. Und auch meine Mitschüler, meine früheren Mitschüler von der deutschen Schule in Mexiko, haben mich auf der Straße geschnitten und tun es teilweise heute noch, soweit es sie noch gibt. Der Leiter der deutschen Schule war ursprünglich ein liberal denkender, sehr aufgeschlossener Mann, wurde aber baldigst ersetzt durch einen getreuen, nämlich nazigetreuen Stab von Mitarbeitern. Und die Schüler auf der deutschen Schule wurden gedrillt im Sinn der Hitlerjugend.
Es wurde dort das Horst-Wessel-Lied gesungen, andere nationale Lieder, und es wurde aktiv und anfangs ganz unverhohlen Nazi-Propaganda betrieben und die Jugend wurde im nationalsozialistischen Sinn erzogen, verzogen, wie man es definieren will. Es war unsagbar, ich muss dazu sagen, dass in Mexiko außer der Regierung und den Intellektuellen und Künstlern alle anderen, sowohl die Großkopfetten, Sie kennen ja den Ausdruck, die sehr Reichen, wie die Mittelklasse, wie das Volk für Hitler waren. Es war geradezu entsetzlich, ein Taxi zu nehmen. Ich hatte damals noch mehr Akzent als jetzt. Und also woher kommen Sie? Aus Deutschland. Ah, dann stehen Sie hinter Ihrem Führer, nicht? Und zuerst habe ich immer versucht, ein bisschen zu erklären. Und dann habe ich gesehen, es hat gar keinen Sinn. Und habe geschwiegen, habe nur gesagt nein. Einmal habe ich bei der Siemens gearbeitet, als Übersetzerin. Und da erinnere ich mich, da war ein Nazi in der Firma. Und der hat zu mir gesagt, also das alles mit den Konzentrationslagern und all den Quatsch, hat er zu mir gesagt, das ist doch alles in Hollywood gefilmt worden. Das ist doch alles gar nicht wahr. Das gibt's doch gar nicht. Und da war ich dann so wütend, dass ich bin losgezogen bin mit einer stählernen Schublade da raus. Und also ich hätte ihn umbringen können. Also es gab schon eine ganze Menge Nazis hier. Und Überzeugte. Und die sind auch noch heute überzeugt. Die sind auch heute noch davon überzeugt, dass sie den Krieg gewonnen haben. Als Mexiko den Krieg erklärt hat an Deutschland, hat Ludwig Renn von diesem Balkon da oben, wo der Präsident von Mexiko seinen Sitz hat, eine Erklärung im Namen der Bewegung Freies Deutschland gegen Hitlerdeutschland gegeben und erklärt, dass wir den Krieg gegen Hitlerdeutschland, soweit wir können, unterstützen. Als Präsident der Bewegung Freies Deutschland erkläre ich, dass es Deutsche gibt, die den kriegerischen Angriff Hitlers auf Mexiko mit derselben Entrüstung verurteilen und verabscheuen wie das mexikanische Volk. Wir, die wir hier in Mexiko die Möglichkeit besitzen, unsere Meinung frei zu äußern, erklären, Hitler ist nicht das deutsche Volk. Unser Volk sehnt sich ebenso nach der Befreiung von der braunen Diktatur wie die von Hitler überfallenen und unterworfenen Völker. Wir ersuchen das mexikanische Volk in dieser Schicksalsstunde, dass es uns gestatten möge, im Kampf um seine Unabhängigkeit und seine Hoheitsrechte uns als seine Verbündeten zu betrachten. Das Motto der Liga, unter dem wir von Anfang bis zu Ende gearbeitet haben, war: Deutschland ist nicht Hitler. Hitler ist nicht Deutschland. Es war uns sehr wichtig, den Mexikanern ihre Sympathien für Deutschland zu erhalten, aber dagegen zu wirken, dass sich das nun umsetzte in eine Sympathie für die Nationalsozialisten. Das Rassenproblem mit der mexikanischen Bevölkerung, die sich großenteils aus Mestizen zusammensetzt, da hatten wir einen Glücksfall. Es fiel uns ein Schreiben in die Hände einer deutschen Behörde, die einem in Deutschland ansässigen Mexikaner eine Arbeitserlaubnis verweigerte, weil er keinen Arier-Nachweis erbringen konnte und weil, so hieß es in dem Schreiben, zu vermuten war, dass früher oder später in seiner Familie ein Anteil indianischen Blutes hereingeflossen war. Daraus haben wir ein Plakat gemacht: Mexikaner, wusstet ihr, dass ihr eine Rasse zweiter Sorte seid? Und das hat im ganzen Land große Empörung gegen die Nazis hervorgerufen. Die deutsche Botschaft versuchte, sich aus der Sache herauszureden, aber es gab nichts. Das war eine propagandistisch durchaus wirksame Angelegenheit. Ein Wort, ein Wort, ein Wort, ein Wort.
Am 10. Mai 1942 hat in diesem Saal von Peters Artes eine Großkundgebung stattgefunden, die organisiert war durch den mexikanischen PEN, mexikanischen Schriftstellerverband und den verschiedenen Exilantenorganisationen. Und aus Anlass dieser Veranstaltung gegen die Bücherverbrennung in Deutschland haben wir dann unter anderem den Verlag El Libro Libre gegründet, um deutsche Bücher in deutscher Sprache zu drucken, die in Deutschland verboten wurden, deren Autoren verfolgt, interniert oder umgebracht wurden. Weil hier sehr viele linke Schriftsteller waren, haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und haben antifaschistische Propaganda in Gang gebracht, Zeitschriften gegründet in deutscher Sprache, in spanischer Sprache. Und das Allerwichtigste darf man nicht unterschätzen, wir haben eine sehr gute Kulturarbeit entwickelt über den Heinrich-Heine-Club. Der Heinrich-Heine-Club, gegründet von kommunistischen Emigranten mit dem Ziel, die freiheitliche Kunst und Literatur zu fördern, wurde zum Deutschen Kulturzentrum in Mexiko. Auf dem Programm standen Vortragsabende mit künstlerischen und politischen Themen, Lesungen deutscher Schriftsteller aus ihren Werken, Konzerte und Theateraufführungen mit exilierten Schauspielern. Egon Erwin Kisch veröffentlichte im Verlag der Exildeutschen seine Entdeckungen in Mexiko mit einer Erzählung über den Paricutin, einen Vulkan, der im Frühjahr 1943 in Zentralmexiko neu entstanden war. Als der Vulkan von Paricutin wird die Neuschöpfung in die Geographie und in die Vulkanologie eingehen. Denn Paricutin heißt das Dorf, das er sich als Geburtsstätte und ständigen Aufenthalt ausgesucht hat. ...185 Bewohner zählt es, durchwegs Indios aus dem Stamm der Tarascos. Einer von ihnen ist jener Dionisio Pulido, der sein altes, geduldiges Feld so unvermutet sich aufbäumen sah und dennoch überzeugt ist, dass es gefallen ist. Gefallen auf den Nullpunkt des Werts. Zwei Fanegas Mais sind verloren, klagt er und erzählt mir, wie sich der Anfang vom Ende vor seinen Augen vollzog. Er selbst vermochte sich zu retten und seine beiden Maulesel rannten hinter ihm her. Aber was er mit Mühe angebaut hatte und eben ernten wollte, die beiden Fanegas, also 111 Liter Mais, liegen unwiderruflich im Bergesinnern. Zwei Fanegas Mais verloren und mein Feld für immer vernichtet. Dafür sind sie Besitzer eines Vulkans. Ach, Senor, wem nützt schon ein Vulkan? Nach 3 Tagen kehrten die Flüchtlinge heim in ihre Häuser und errichteten hier oben ihre Stände. Die Frauen besorgten den Verkauf. Die Männer begleiteten die Touristen auf die Hügel rings um den Vulkan und bekommen dafür Führerlohn. Mit Stangen heben sie Lavasteine aus dem Wall, urinieren darauf, um die Glut auszulöschen und verkaufen dann die solche Art abgekühlten Steine den Besuchern. Das Geschäft geht weit besser als das am Wallfahrtstag. Nicht schlecht, so eine Strafe Gottes, sage ich. Sie lachen verlegen, was offenkundig eine Zustimmung bedeutet, aber als solche nicht beweisbar ist. Anna Segers veröffentlichte in Mexiko im Verlag der deutschen Exilanten ihr Buch »Das siebte Kreuz«, das weltweit Aufsehen erregte. 1943 sagte sie in einem Interview: Mexiko ist ideal für Künstler. Die Atmosphäre ist anregend, aber ich glaube nicht, dass ich je darüber schreiben werde. Tatsächlich schrieb sie ihre beiden Erzählungen, die in Mexiko angesiedelt sind,
Chrysanta und das wirkliche Blau erst nach ihrer Rückkehr nach Deutschland. Viele Leute suchten auf dem Mercado den Stand des Töpfers Benito Guerrero aus dem Dorf Santiago Iscuintla, um ihr altes Geschirr zu ergänzen oder ein neues zu erstehen. Wenn bei solchen Leuten jemand zu Gast war, sagte er, ach, deine Teller, solch Blau gibt es nicht nochmal. Eines Tages kann der Töpfer Benito seinen blauen Farbstoff nicht mehr bekommen. Der Händler erzählt ihm, dass die Firma, die ihm das Pulver liefert, in Deutschland liegt. Und Deutschland ist jetzt der Feind der Vereinigten Staaten. Nicht nur das. Es liegt in einem Krieg, von dem sie sich kein Bild machen können. Die Städte verbrennen auf der anderen Seite des Ozeans. Deutschland hat den Krieg vom Zaun gebrochen. Aus diesem Land darf nichts gekauft werden. Die Namen seiner Firmen stehen auf einer schwarzen Liste. Benito fragt, was hat denn mein Blau mit dem Krieg zu tun? Benito hing an seinem Blau, als ob es sein Schicksal wäre. Und es war wohl auch sein Schicksal. Er musste es aufstöbern. Man findet schließlich, was einem gehört. Durch solche Gedanken schlängelte sich ein neuartiges Muster, das sich sein Kopf ausdachte, als hätte der Kopf eigene, andere Gedanken als der Mann, auf dessen Schultern er saß. Was er auch für ein Muster ersann, es wurde nur richtig, wenn sein Blau darin war. Benito macht sich auf zu einer langen, beschwerlichen Reise durch das ganze Land. Immer auf der Suche nach dem wirklichen Blau. Schließlich findet er es bei seinem Vetter Ruben in den Bergen, als Abfallprodukt des Silberbergbaus. Am nächsten Morgen zeigt ihm Ruben, welches Gestein er klopfen müsse und fein mahlen und welche Art Sand zusetzen. Benito sah schweigend zu, im Innern heftig erregt, wie aus der richtigen Mischung beim Rösten das richtige Blau entstand. So viel, so viel. Genug, dachte Benito, bis an mein Lebensende. Als Benito nach Hause kommt, findet sein blaues Geschirr sofort wieder reißenden Absatz. Eines Tages ist der Krieg zu Ende und Benito trifft den alten Händler wieder. Er rief, Benito, halt! Du weißt noch nicht das Neueste. Ich habe es wieder, das Blau, auf das du so wild warst. Stell dir vor, Senor Fernandez bekommt es wieder von seiner alten Firma und ich habe gleich zugegriffen. Benito blieb nicht richtig stehen. Er sagte, danke, Don Victor, ich brauche es nicht mehr. Wieso? Ich habe mein Blau gefunden und hol's mir selbst, wenn ich's brauche. Ein für alle Mal. Nach dem Tod meines Mannes, der im Jahre 57 starb, habe ich im Jahre 59 Paul Westheim geheiratet. Er kam als Flüchtling nach Mexiko,
im Dezember 1941 auf einem der letzten Schiffe, die noch kamen. Er kam an und konnte ein einziges spanisches Wort, nämlich Ecke, Esquina. Damit kommt man nicht sehr weit, nicht? Gerade bis zur Ecke. Paul Westheim war in den 20er Jahren einer der einflussreichsten Kunstkritiker nicht nur in Deutschland, über Deutschlands Grenzen hinaus. Er hat sich für Alt-Mexiko von Anfang an interessiert. Er hat am zweiten Tag, als hier ankam, das alte Museum, also das alte Kunstmuseum, gesehen und war tief beeindruckt. Und er hat damals gesagt, dieses ist ein Land, in dem ein Kunstmensch leben kann. Und dieses ist ein Teil, er hat also angefangen, die Geschichte zu studieren und die Quellen zu lesen, statt wie die anderen Immigranten sehr verständlicher und menschlicherweise mehr oder weniger geweint haben, hatte er sofort angefangen zu arbeiten. Alles, was er schrieb, wurde sofort veröffentlicht. Der Totenschädel als plastisches Motiv, eine Volksfantasie, die seit mehreren tausend Jahren sich ergötzt an der Darstellung des Todes. Man hört von Eltern, die am 2. November ihren Kindern Schädel aus Zucker und Schokolade schenken und Totenköpfe, die in Zuckerguss den Namen der Kleinen tragen. Von Kindern, die mit Wonne, ohne sich etwas dabei zu denken, diese makabren Süßigkeiten verzehren. Man erlebt eine Volkskunst, die aus bescheidensten Materialien, aus Holz, aus Stoff, aus Ton, auch aus Kaugummi, als weit verbreitetes Spielzeug Puppen anfertigt, die bunt aufgeputzte Totengerippe sind. Was soll man zu diesen Puppen sagen, die Braut und Bräutigam im Hochzeitsstaat darstellen und in Wirklichkeit Skelette sind? Eine Frage, der außer dem Erstaunen auch noch der Unterton von Entsetzen mitzuklingen scheint. Der Europäer, für den der Gedanke an den Tod ein Albdruck ist, der es nicht liebt, an die Vergänglichkeit des Daseins erinnert zu werden, steht plötzlich in der Welt gegenüber, die frei zu sein scheint von dieser Angst vor dem Tode, die mit dem Tode spielt, sich über ihn lustig macht. Seltsame Welt, rätselhafte Einstellung. Das muss man der mexikanischen Regierung hoch anrechnen, dass sie erstens mal Trotzki Asyl gewährt hat, nachdem alle anderen Länder in der Welt es abgelehnt hatten. Und wenn der Trotzki eben ausging, dann wurde er auch wahrscheinlich von mexikanischen Sicherheitsleuten oder Polizisten geschützt. Nachdem ich dieses Haus von Trotzki, wo er ermordet wurde, mir genau angesehen habe, kommen natürlich die Erinnerungen auf an die Zeit damals, wo Stalin den Auftrag gegeben hatte, den Kampfgefährten von Lenin, der größer war als Stalin, hier zu ermorden. Und Trotzki muss das gewusst haben, dass er ständig bedroht ist, denn wenn man das Haus genau besichtigt, kann man kontrollieren, dass die Türen zum Schlafzimmer Panzertüren sind. Es ist traurig, dass wir heute jetzt immer wieder darauf zurückkommen müssen, welche Verbrechen unter Stalin und von Stalin veranlasst wurden, sowohl gegen die eigenen Kampfgefährten wie auch gegen alle anderen Gegner der sogenannten Sowjetunion oder kommunistischen Bewegung. Wir haben natürlich damals als junge Leute nicht geglaubt, dass das also von der Sowjetunion selbst veranlasst wurde. Und es wurden ja dann auch falsche Gerüchte in Umlauf gebracht und Legenden gebildet, dass also die bösen amerikanischen oder englischen
Geheimdienste ihn umgebracht haben, was natürlich alles nicht stimmt. Und was auch damals schon die meisten Leute wissen mussten, wenn sie es wissen wollten. Es gab eine andere kommunistische Gruppe, die Anti-Stalinisten waren. Und ich glaube, die Stalinisten, die haben sich untereinander mehr gehasst, als beide Hitler gehasst haben. Es war eine sehr sinnvolle Angelegenheit. Und wenn man es von heute ansieht, derartig irrsinnig. Es war also eine wirkliche Hassangelegenheit. Trotzkist war das Schimpfwort für alle, die in der Partei oder außerhalb der Partei gegen den Stachel lückten, wenn sie wollten. Alle. Ich habe das mal gesagt, das ist der Abfalleimer des Kommunismus, war eben der Trotzkist. Hatte mit Trotzki gar nichts zu tun. Das war in Spanien schon die sogenannte PUM-Partei und all diese Leute, der Walter Regler und der Walter Reuter, waren alles Trotzkisten. Dass ich mit Walter Reuter weiter Freundschaft hielt, hat man mir furchtbar übel genommen, den Deutschen. Warum? Sie waren Trotzkist. Du kannst doch nicht mit Trotzkisten verkehren. In Spanien habe ich so viel furchtbare Sachen gehört, was die Partei gemacht hat mit ihren Mitgliedern, die nicht linientreu waren und so weiter, dass ich mit dieser Partei nichts mehr zu tun haben wollte. Es ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht sehr schwer zu verstehen, wie primitiv die kommunistische Partei vorgegangen ist gegen ihre Gegner. Mit den lächerlichsten Verleumdungen, mit den dümmsten Lügen. Es gibt Literatur, ich möchte die jetzt nicht zitieren, andere Leute haben es getan und können es besser als ich, wo die Lügen handgreiflich sind gegen Leute, die einmal mit Kommunisten zusammengearbeitet haben, wie ich selbst, und sich dann von ihnen abgewendet haben. Es war so, dass einige von der Partei zu meinen Klienten, das waren ja die Juden, nicht, gegangen sind und haben gesagt, wie können Sie sich von diesem Gestapo-Agenten Walter Reuter fotografieren lassen? Und da sagten die, na also, er ist ein sympathischer Junge, ein sympathischer Mensch, nicht wahr? Außerdem ist seine Frau Jüdin. Na ja, vielleicht ist er kein Gestapo-Agent, vielleicht ist er Trotzkist, nicht? Und das klingt ja noch viel schlimmer als Gestapo-Agent, nicht? Und die Juden, die haben sich darum gar nicht weiter gekümmert. Die haben gesagt, also, die haben mir das erzählt, nicht? Die haben mir das erzählt. Und, aber meine Arbeit, die wurde dadurch nicht unterbrochen. Ich hatte meine Freunde, meine Familien, die ich fotografiert habe, wurde empfohlen und so weiter. Also mein Leben ging weiter, nicht? Aber das ist von der Partei passiert. Das ist passiert. Unter den Stalinisten war Egon Erwin Kisch. Ein persönlich sehr charmanter und netter Mensch, aber ein engagierter, ein passionierter Stalinist. Und die Stalinisten waren sehr hemmungslos in ihren Beschuldigungen. Alle die nicht Stalinisten waren, waren nämlich angeblich Hitlerspione. Also angeblich war das ein Hitlerspion. Und dann wurde das in der mexikanischen Presse durch Schuld der Stalinisten, was sehr übel war, denn wenigstens das nach außen hin hätte man diese Einheitsfront wahren müssen. Und Kisch hat in der Presse veröffentlicht, Herr Gustav Regler, der sich von seinen Büchern dadurch unterscheidet, dass diese nicht verkäuflich sind. Was witzig, aber gemein ist. Gustav Regler war etwas früher als die meisten politischen Emigranten nach Mexiko gekommen. Er notierte 1942 in seinem Tagebuch: Das gelobte Land war da. Man verabschiedete nicht nur das Gestern, sondern auch das Heute. Man konnte seine Erinnerung abwerfen wie schmutzige Verbände. Wir lebten viele Monate in diesem Glück. Aber dann brachten die Schiffe die früheren Freunde an die sicheren Ufer von Mexiko und alles änderte sich. Gustav Regler war kommunistischer Kommissar gewesen, von jeher und oder seit langer Zeit, bekannt schon aus der Zeit des Saarkampfes.
Und er ging nach Spanien als überzeugter Kommunist, wurde dort überzeugter Antikommunist und hatte für die Kommunisten in unserer Liga kein gutes Wort und die für ihn. Im Gegenteil, er wurde dann verleumdet auf verschiedenste Weise als Verräter. Zum Beispiel wurde behauptet, er habe im Konzentrationslager Vernet Kameraden verraten. Was das bedeuten mag, ich weiß nicht, wie man im Konzentrationslager einen Kameraden verraten kann. Ein Konzentrationslager, das unter der Kontrolle der Vichy-Regierung stand. Aber ganz abgesehen davon, dass das eine so unlogische Behauptung war, ich kannte Regler gut genug, um mich voll für seinen Charakter einsetzen zu können. Und er mag noch so viele Fehler gehabt haben. Den Fehler hat er bestimmt nicht gehabt, dass er Kameraden verraten oder irgendwie hintergangen haben könnte. Einmal in einer Unterhaltung hat der Kisch gesagt, also für mein Parteibuch gebe ich selbst meine Freunde an. Und seit dem Tag habe ich geschnitten mit ihm, nicht? Und habe niemals etwas, kann ich von ihm nichts lesen und so weiter. Der ist mir so auf die Nerven gefallen, also dass ich überhaupt keinen, nicht an ihn denken möchte, weißt du. In seinen Memoiren erinnert sich Gustav Regler, wie er eines Tages einen der früheren Freunde in Mexiko-Stadt auf der Straße traf und in ein Café einlud. Ich ersparte mir jede Vorrede. Glaubt wirklich einer von euch, dass ich ein Nazi-Agent sei? Natürlich nicht, sagte er kühl und mit verblüffender Sicherheit. Aber du hast uns verlassen, das ist Verrat. Und mit Verrätern darf man kein Mitleid haben. Wenn du weiterkämpfst, werden wir dich vernichten. Hier in Mexiko bist du so gut wie liquidiert. Ich frage mich, wie viel du jemals vom dialektischen Materialismus verstanden hast. Zahl meinen Kaffee und sprich mich nie wieder auf der Straße an. Verstanden? Adios. Das war die Polarisierung damals aufgrund der politischen Verhältnisse des deutsch-sowjetischen Paktes. Das war der Hauptgrund, warum der Regler sich getrennt hatte. Und es ist heute kaum noch verständlich, warum wir uns damals so sehr auseinanderentwickelten, anstatt in dieser Zeit, wo es notwendig gewesen wäre, dass wir zueinander finden, trotz Meinungsverschiedenheit und trotz unterschiedlicher Betrachtungsweise, haben wir uns oftmals gegenseitig beleidigt, beschimpft und, um es andeutig zu sagen, mit Dreck beworfen. Und das ist aber beiderseits geschehen. Nicht? Es ist nicht so, dass nur der Regler von Uhse oder von Bloch oder von Kisch beschimpft wurde. Der Regler hat das Seine wieder zurückgegeben. Das ist alles nachlesbar. Und das ist ebenso wenig freundlich wie das andere. Und aus heutiger Sicht ist das alles unverständlich geworden. Das ist zu bedauern und zu verurteilen. Tagebucheintrag von Gustav Regler im Februar 1944. Austritt aus Liga. Weg frei für Stalins Kellerasseln. Heute würde ich auch in keine Partei mehr eintreten. Niemals. Der ganze Parteienschwindel ist eine große Sauerei. Inwiefern? Die machen doch nichts anderes als für sich. Es ist genau wie die Kirche. Es ist ein Grüppchen von Leuten, die für sich selber arbeiten und da eine Ideologie vorgeben. Das ist alles Lüge. Kann ich nicht mehr mitmachen. Ich war zu lang dabei. Gustav Regler schafft es seit seiner Ankunft in Mexiko kaum mehr, Verleger für seine Bücher zu finden und hat immer wieder große finanzielle Probleme. In seinem literarischen Schaffen wendet er sich verstärkt der Kultur des Gastlandes zu und schreibt zahlreiche Erzählungen, in denen sich seine mexikanischen Eindrücke niederschlagen. In einem Fischernachen fuhren wir über den Pátzcuaro-See im Staat Michoacán zu der Insel Janitzio. Lorna L.,
eine weitgereiste Reporterin aus Boston, war mit mir. Wir kehrten vom neugeborenen Vulkan zurück. Von der Wunde der Erde kamen wir zu dem stillen Platz, wo alle Wunden geschlossen waren. Kinder kamen und sangen für einen Nickel Lieder in taraskischer Sprache. Unten knieten drei Frauen vor Gräbern. Langsam steckten sie Kerzen an. Die Nacht war wie schwarzes Moos um uns. Plötzlich entdeckte ich, dass in den Felsen um uns noch andere Besucher waren. Beide Flüchtlinge vor Hitler, beide typische Stadtmenschen, beide abhängig von der modernen Zivilisation, wie der Addikt von seiner Droge. Da waren sie hunderte von Meilen gefahren, um in der kalten Nacht sich in einem Boot nach diesem düsteren Fest trudern zu lassen. Was suchten sie hier? Ihr Verhältnis zum Tod? Ein modernes Tabu? Einen exotischen Kitzel? Ein europäisches Überlegenheitsgefühl? Weniger spaßig war es, als der Krieg nun wirklich aufhörte. 8. Mai 1945, in Mexiko plötzlich alle Glocken läuteten. Und wir auf der Gesandtschaft, telefonisch oder irgendwie, das erfuhren. Und ich bekam sofort darauf einen Telefonanruf von meinem Mann, der sagte, hör zu, Krieg ist aus, ich wusste das. Und er sagte, es gibt eine große Manifestation in der Stadt, wir gehen da alle hin, kannst du loskommen? Ich sagte, selbstverständlich, wir treffen uns dort und dort, sagte er, ich gehe schon mit der Gisel Kisch voraus, der Egon will dich abholen. Und ich machte mich also auf die Socken und wirklich unweit von der Gesandtschaft, es war sehr heiß, gegen Mittag, stand der Kisch und zu meiner Verblüffung stand er da, gar nicht fröhlich, gar nicht strahlend, im Gegenteil deprimiert irgendwie, zusammengesunken. Und als ich zu ihm kam, habe ich gesagt, was ist los, der Krieg ist aus. Und er sagte einen Satz, den ich nicht mehr vergessen konnte, er sagte ja. Aber weißt du, was wir jetzt werden alles erfahren müssen? Und er hatte leider recht. Obwohl es irgendwie unausweichlich war, aber als dann doch aus Europa die ersten Briefe kamen, die ersten Mitteilungen, und allmählich erfuhr man dann, was Auschwitz war, das wusste man ja vorerst nicht. Und diese ganzen Vernichtungslager. Kisch war einer der Ersten, der erfuhr, dass zwei seiner Brüder umgekommen waren, was ihn völlig aus der Fassung brachte. Und ich bekam dann einen Brief, da war jemand, der zum Beispiel meine kleine Schwester gut kannte und also versuchte, etwas zu erfahren und erfuhr, was zu erfahren war, dass er also erst auf der Gestapo war, weil sie in einer Widerstandsbewegung war, auf der Gestapo in Prag, dann in Ravensbrück und umgekommen ist in Birkenau. Anna Segers schrieb rückblickend auf die Zeit nach Kriegsende in Mexiko. Es gab nur eine einzige Unternehmung, die mich anspornen konnte, die Heimfahrt. Im Neuen Deutschland erscheint ihr Aufsatz Abschied vom Heinrich-Heine-Club. Heine hat alle Stadien der Emigration mit uns geteilt. Die Flucht und die Heimatlosigkeit. Und die Zensur und die Kämpfe und das Heimweh. Wir sind jetzt auf einem Punkt angelangt, wo er uns alleine weiterfahren lässt. Die endgültige Heimkehr, das ist für viele die Abfahrt. Sie ist für alle der entschlossene Wille, mit dem Wintermärchen Schluss zu machen. Deutschland darf künftig kein Wintermärchen mehr sein, sondern helle, harte Wirklichkeit. Die Schwierigkeit war, wie kommen wir zurück? Und da konnten eben die allerwenigsten, so wie zum Beispiel so populäre Leute wie die Frau Segers oder Kisch oder Simon,
Die bekamen ein Visum und konnten über die USA die normalen Schiffswege dann nutzen. Wir mussten warten, bis uns ein sowjetisches Schiff mitgenommen hat, weil wir eben keine Durchreise bekommen haben. Die Tatsache, dass der Balk Jugoslawe war, hat uns dazu verholfen, dass wir überhaupt die ersten Emigranten waren, europäischen Emigranten waren, die in Mexiko Richtung Europa verlassen konnten. Ein paar Leute haben den Kopf geschüttelt hier, dass wir so erpicht darauf waren, in das also sehr zerstörte Jugoslawien, das wusste man ja schließlich, zurückzufahren. Aber für uns war das die ganze Zeit. Wir haben sogar schon Versuche gemacht, ob wir nicht mit einem dieser Konvois mitfahren könnten. Und das ist uns also nicht gelungen. Und wir sind dann im September 1945, also relativ sehr kurz nach Kriegsende, losgefahren. Wir waren ja nicht freiwillig aus Deutschland rausgegangen, sondern aus politischen Gründen. Und deswegen sahen wir unsere Aufgabe darin, zurückzugehen und ein neues Deutschland aufzubauen. Dass es dann eben so daneben gegangen ist, damals waren wir noch jung, hatten wir sehr viele Illusionen, die inzwischen eigentlich restlos zerstört sind. Es ist ja auch ein Jammer, dass die das versaut haben. Eine solche Chance, einen Sozialismus aufzubauen und die versauen das in der Form, könnte die umbringen, die Leute wie Stalin etc. etc. Mich befasst heute vielmehr das Schicksal der Emigranten, die dann aus Mexiko nach Deutschland oder in andere europäische Länder zurückgekehrt sind. Und da ist leider, das können wir gar nicht jetzt erschöpfend beantworten, aber nur andeuten, sehr bald ein Bruch geschehen, sodass die Exilanten aus Mexiko etwa Anfang der 50er Jahre in der DDR und aber auch in Prag zum Beispiel, in anderen Ländern, beschuldigt wurden, dass sie während der Emigration in den westlichen Ländern zu Agenten der amerikanischen Imperialisten verwandelt wurden oder dass wir Agenten des Judentums wurden. Und da gibt es also ganz schlimme Erfahrungen. Lenka Reinareva wurde 1953 in Prag beschuldigt, Agentin westlicher Geheimdienste zu sein und saß 3 Jahre im Gefängnis. Walter Janka übernahm 1951 die Leitung des Aufbauverlags in der DDR. Nach dem Ungarnaufstand wurde er der konterrevolutionären Verschwörung gegen Ulbricht angeklagt und war, obwohl völlig unschuldig, 5 Jahre in Bautzen in Haft. Paul Merker, der in Mexiko Chef der kommunistischen Parteigruppe gewesen war, wurde nach seiner Rückkehr in den Parteivorstand der SED gewählt. 1952 verurteilte ihn das DDR-Regime als angeblichen zionistischen Agenten zu einer Zuchthausstrafe. André Simon, führende Persönlichkeit der kommunistischen Parteigruppe in Mexiko, wurde im Prager Slansky-Prozess beschuldigt, Trotzkist, Spion und Agent der Juden zu sein. Man verurteilte ihn zum Tode und richtete ihn hin. Gott sei Dank hatte ich einen Grund, nicht zu fahren. Ich hatte eine mexikanische Frau, die absolut unfähig war, jemals Deutsch zu lernen. Hatte überhaupt kein Talent für Sprachen. Und ein 1-jähriges Kind. Mit diesen beiden in ein zerstörtes Deutschland zurückzufahren, wäre einfach verantwortungslos gewesen. Ich wollte nicht nach Deutschland zurück. Ich habe eigentlich nie daran gedacht, nach Deutschland zurück. Nach Frankreich sicher habe ich eine Zeit lang gedacht, zurückzugehen. Haben Sie Angehörige verloren in der Hitlerzeit? Ich habe meine Tante und ihr Staubsommersohn, Dekla Zimmern und Rolf, die sind in Auschwitz umgekommen. Eine Cousine Ella Reis, die auch in Auschwitz umgekommen. Meine beste Freundin, das war wie eine Schwester für mich, die Marie-Louise Philipson, die verheiratet war mit einem Reizin, ein Russen, die sind umgekommen. Sie, ihre Tochter, die meine Patentochter war, ihr Mann und 26 Angehörige der Familie Reizin sind alle umgekommen. Also
Ich kann das nicht so richtig verzeihen. Ich habe jetzt sehr viele deutsche Freunde und sehr gut, mit denen ich sehr gut stehe. Aber ich will da einfach nicht hin. Ich bin zu Besuch bin ich gewesen, öfters mal, ne? 2-3 Mal war ich in Berlin, einmal in Stuttgart, meine Heimatstadt. Aber ich kann es nicht richtig verzeihen. Es ist zwar schon 50 Jahre her, aber trotzdem, da mein Leben sich in diesem Zeitraum abgespielt hat, ist es für mich nicht zu verzeihen, nicht zu vergessen. Ich möchte nicht mehr nach Deutschland. Ich gab mal ein Interview in der GEA, haben sie mich mal interviewt. Da haben sie auch mein Bild gebracht und haben meinen Satz geschrieben. Ich fahre nicht nach Deutschland. Ich kann nicht in einem Land leben, wo ich bei jedem Menschen denken muss, der könnte meinen Vetter oder meinen Onkel umgebracht haben. Diesen Gedankengang habe ich jetzt ein bisschen verwischt. Aber trotzdem, ich verstehe keinen Juden, der nach Deutschland geht. Denn solche Sachen wie die Hitlerei, die sterben nicht aus. Das ist nicht wahr. Das liegt in der Menschheit drin. Nicht nur im Deutschen, den anderen auch natürlich. Aber bei den Deutschen ist es eben ausgebrütet worden. Dort leben unter den Leuten, wo jeden Moment wieder heißt, schlagt die Juden tot, ob das nun ein Halbjude ist oder nicht. Dass ich zurück nach Deutschland gehe, um da zu arbeiten und zu leben, die Idee hatte ich nie, nachdem ich Mexiko kennengelernt hatte. Und nachdem ich Kontakte hatte mit den Indios hier, mit verschiedenen Gruppen von Indios, mit denen war ich so befreundet, bin es heute noch. Und es gibt eine Gruppe, die Trigis, ich gehöre zu denen, nicht? Die nehmen mich als Familienmitglied. Nicht? Für die bin ich gar kein Ausländer. Ich bin nur ein Indio auch von der anderen Seite des Flusses, nicht so ungefähr. Nicht? Die Identität hat man in all diesem Gewirre irgendwie verloren. Denn ich fühle mich nicht als Deutsche, ich fühle mich aber auch nicht als Mexikanerin. Ich liebe Mexiko. Ich nehme teil an all den Sachen, die hier vorgehen. Das interessiert mich viel mehr als irgendwelche anderen Länder. Aber ich bin eben keine Mexikanerin. Ich bin eine Frau auf der Erde unter dem Himmel. Ich habe in Deutschland und der deutschen Kultur sehr viel dazu verdanken und auch der mexikanischen, auch Mexiko. Eine Sache ist, und es gibt viele Aspekte von Deutschland, die nichts mit dem zu tun haben, was geschehen ist. Und ich habe sehr gute und sehr intime deutsche Freunde und mexikanische Freunde. Brigitte Alexander liest aus ihrer Erzählung Herberge der Einsamkeiten, ein Gespräch mit ihrem verstorbenen Mann an dessen Grab. Oye, Papa. Francamente, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Tú muerto? ¿Yo viva en medias? En esta tierra donde no nacimos. Tú eres un muerto extranjero y yo una viuda con acento. ¿Qué acento? Alemán, pues. Ni siquiera judío. El yiddish nunca nos lo han enseñado. Ni los judíos nos aceptan como tales, por ser yeques, ¿sabes? Se nos acaba nuestra raza. ¿Cuál? Pues la raza de los judíos alemanes, que no es una raza, pues ¿qué más da? Ni alemanes ni judíos, judíos alemanes, ¿eh? Ya no lo sabrá. Ya no nacen. Somos los últimos. ¿Por qué no nos vamos de aquí tú y yo? ¿A dónde nos iríamos, viejo? Es que no quiero morir donde no pertenezco.
Pero donde pertenezco. Allá, en lo que era nuestra tierra, volvieron los nazis. Cuando yo era joven y vivía ahí, ya los había, uf, por millones, como cucarachas que invaden una cocina. Pero por salvajes y embrutecidos que estuvieron, aún así, cuando nos estaban torturando, persiguiendo y exterminando, aún así, nosotros seguíamos en nuestra tierra. Además, cuando nos fuimos, creímos que iba a ser por un ratito, nada más. Y no para siempre. Por lo menos, así lo pensábamos en aquel entonces. Ahora estoy aquí. Sin raíces. Como este pobre arbolito. Mañana nos vamos. Nos vamos a casa. Todo será como antes. Deje de preocuparte. Lo tengo todo bien pensado. A los hijos les hablaremos desde allá, por teléfono. Nos vendrán a visitar. Se hará todo como antes. Seremos muy felices.